wenn da meine Eltern von Rom ist, etwa ich wäre, also sozusagen, ich könnte Leute sehen, die im Jahre 1000 nach Christus leben und hätten Helm und Haare und Rücken tragen. Und ich gehe noch weiter weg, 10 hoch 21 Meter und kann unsere Galaxie, die Milchstraße sehen. Wenn ich von unserem Planeten aus in den Abendhimmel, in den Nachthimmel schaue, dann kann ich die Milchstraße sehen. Und ich sehe aber einen Platz Milchstraße und ist ein Arm. Ich sehe nur einen Arm der Spirale und schaue den sozusagen von der Breitseite an. Und neben der Galaxie, unserer Galaxie, wäre dann die benachbarte Galaxie, das wäre die Mathematische Rolle. Damit du das Skalpell besser führen kannst, ne? Damit du weißt, wo... Jetzt merkt man schon, hier ist der ganze, die Entzündung drunter, die macht sich schon hier bemerkbar an den... Hier ist es schon. Jetzt können wir schon gucken, wenn du jetzt so aufpasst, ich guck jetzt mal runter hier, da können wir... Da haben wir aber ein richtig dickes Ding. Da müssen wir jetzt aufpassen, dass da nichts von übrig bleibt. Das massiert man so ein bisschen raus. Ja, wir setzen das passgenau wieder an. Ja? Schön, ja. Kann man sehen. So, ein bisschen andrücken. Ein, zwei Wochen ist das wieder angeheilt. Sehr schön. Ja? In der Generation der Urgroßeltern hat natürlich auch, also die in der vorherigen Generation, jeweils wieder einen Mann, eine Frau, ein 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 Mann, eine Frau. 300 Jahre. Wischte weg einfach, ja, guck mal, wir haben uns unseren kleinen
Schwamm, den nimmst du kurz, machst du Platz, ja, für nächstes Mal einmal richtig durchgeatmet. So. Es herrscht in unserer Gesellschaft, meine Damen und Herren, eine falsche Vorstellung von genetischer Vordisponiertheit und erlernbaren Fähigkeiten. Zum Beispiel, es ist durchaus möglich, mit 67 noch eine ganz gute Cellistin zu werden. Was uns daran hindert, sind nicht unsere Gene, sondern die der Verblendungszusammenhang der Kulturindustrie selbst. Genetischen Ursprungs ist aber auch mein Verhalten, mich für eine Fülle von Frauen attraktiv zu halten, damit ich die wenigen Frauen, die mich tatsächlich attraktiv finden, nicht verpasse. Genetischen Ursprungs ist aber auch das Verhalten meiner Eltern, beispielsweise zwei Kinder aufgezogen zu haben, diese Kinder jeweils 30 Jahre finanziell unterstützt zu haben. Sie hätten auch 12 Kinder großziehen können und jedes Kind 5 Jahre unterstützen können. Oder ein Kind, das 60 Jahre unterstützt. Ich frage mich, benutzen wir unsere genetische Vordisponiertheit nicht nur als ein Excuse, um in den Mustern verharren zu können, in denen wir uns verändern haben? Wenn wir nur 10% unseres geistigen Potenzials nutzen würden, würden die anderen 90% absterben. Wenn wir 100% unseres geistigen Potenzials auf einmal benutzen würden, würde es einem epileptischen Anfall gleich kommen. Thank you.